was? Der ist der. 3, 2, 1. Der ist der. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Vergessen wird. Ja, ich bin Petra Paula, Singer-Songwriter und in dieser Staffel 21 war ich auch Kandidatin bis zum Recall. Der Showdown der Top 50. Es geht hier bei DSDS Folge 11 Stadion Recall in Gelsenkirchen. Stadion Recall, erste Mal in der Geschichte von DSDS, unglaublich. Sind wir natürlich jetzt riesig gespannt, ja, wer von diesen 50 Auserwählten jetzt noch in die Top 20 kommen soll für Griechenland, Kreta. Das ist ja scheiße. Ja, Griff ins Klo, sag ich dir ganz ehrlich. Ach, da werden die Kandidaten erstmal in die MMC-Studios in Köln geladen. Ja, Leute, ich erinnere mich, da war ja mein Vorcasting in Köln. Ich musste mich nicht hier in der Gegend, wo ich wohne, in der Schlange anstellen, sondern mir wurde gesagt, ach, du kannst gleich weiter. Und dann war ich in Köln in diesen großen Hallen, wo ihr jetzt auch die Kandidaten seht. Und da war schon mein Vorcasting und dann wurde mir gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Die MMC Studios in Köln. Unser Motivationstrip vor dem Recall. Wir zeigen den Top 50 die heiligen Hallen der legendären DSDS Live-Shows. Oha, ja, eigentlich möchte ich ja mehr hier den Gesang kommentieren. Aber das war schon ganz schön der Hammer, Leute. In so eine Jugendherberge mit Insekten. Ja, ich erinnere mich, wir wahrscheinlich auch. Letztes Jahr waren ja die Kandidaten auch erst auf Malle. Und da gab es Stechmücken. Ab in euer Luxushotel. Oh, so eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön. Sowas habe ich auch oft erlebt. Da. Auch oft erlebt damals, als ich noch jung war, auf der Fahrt ins Jugendlager. Kennen wahrscheinlich auch einige von euch. Ja, und für unsere Kandidaten geht es jetzt hier. Schalke 04. Ein riesentolles Stadion. Hier steigt euer Recall. Die legendäre Arena auf Schalke. Der Circus Maximus von Gelsenkirchen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. So eine große Arena. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe auch schon in riesigen Sälen gesungen. Stadthallen mit ich weiß nicht wie viel tausend Leuten da drin. Da guckt man dann einfach so über das Publikum. Und das ist gar nicht mal so schlimm. Hauptsache, man konzentriert sich auf seinen Part, den man vorträgt. Showdown der Top 50. Pietro, du bist im Sturm. Beatrice, du musst den Kandidaten Liebe geben. Hier treten ja jetzt immer noch ziemlich viele Kandidaten an. Das sind ja immerhin noch 50 plus die 4 Goldenen und dann noch Money with the Wildcard. Also da ist einiges zu berichten, mache ich aber jetzt hier nicht, sondern 50 Leute jetzt noch zu dokumentieren, wäre mir wirklich viel zu viel, entschuldigt. Aber ich nehme dann einfach die 20 raus, diese Top 20, die dann auch nach Kreta fliegen werden. Da müsst ihr bitte Verständnis haben. Ihr seid 50 und wir können leider nur 20 mitnehmen. Ja, ich sehe das natürlich mit sehr kritischen Augen. Hier fängt der ganze Spaß mal so richtig an. Also, man muss jetzt aus einer Box einen Briefumschlag nehmen. In der Box findet ihr die Songs, die ihr performt. Und darauf steht jetzt ein Stück von dem Song, den ich jetzt interpretieren soll. Das ist jetzt eine ganz schwierige Angelegenheit, weil es ist ein Song, den die Kandidaten ja nicht selber ausgesucht haben. Und jetzt geht das große Rumprobieren los. Jeder erhält seinen Song in einem blauen Brief. Eine Sache dürfte von vornherein schon klar sein. Man kennt jetzt die Kandidaten, man kennt ihre Stärken und man kennt auch ihre Stimmlage und ihre Vorlieben. Und wer jetzt einen Song verbrettert bekommt, der überhaupt nicht passt, ja, der hat schon gelitten. Sarah Connor, der ist schon sehr schwer. Ich fange jetzt einfach mal bei Finn an.
weil das war mir von vornherein schon klar. Der singt natürlich seinen Part so, wie das erwartet wird. Und natürlich kommt er dann weiter. Und ich sitz hier schon wieder. Weil das klingt 1:1. Und hier Abu, der Showman. Ja, ist auch klar, dass der nicht singen muss. Der kriegt natürlich sowas Rap-artiges, was zu ihm passt. Die wollen ihn unbedingt in Kreta dabei haben. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. Pini Piri, ja, ganz ohne Frage. Der hat's einfach im Blut. Und bei Leonardo, da klingt's wie immer sehr gut. Nando, ja, da hat der Dieter dran was gefressen. Und die Stimme von Tom, die hat so eine schöne Stimmfarbe. Klingt wunderbar. Philipp, ja, das ist Gesang. Christian, ja, Christian, der singt wie ein Engel, so wunderschön. Da fühlt man sich gleich wie im siebten Himmel. For all that I can be, it's welcome makes the path. Anne, ja, die hat so ihre ganz eigene Stimmfarbe. Du hast mich stark gemacht, hast mir Kraft. Patrick, das ist einfach krass. Der kann's. Nora mit dieser schönen, dunklen Stimmfarbe gefällt mir wirklich auch sehr gut. Donika gefällt mir auch wirklich sehr gut, hat eine angenehme Stimme. Wo bist du hin? Schon krass, wie anders deine Stimme klingt. Und Shirley, die hat auch den passenden Part bekommen, der sehr gut zu ihr passt. I'm every mountain. Randy, den habe ich ja von Anfang an bewundert, wie schön er singen kann, mit so viel Gefühl. Mari, diese ganz flotte, diese Alleskönnerin, ja, die packt es auf jeden Fall. Terrilyn, ja, da habe ich schon im Jurycasting ihre Stimme bewundert. Wie facettenreich das ist und sie hat so eine ganz besondere Art. Josephina, ja, das klingt doch sympathisch. Ich hoffe, sie schafft's. Ist alles so kalt und so leer, so ganz ohne dich. Ja, Meldon, das hört sich gut an. Tamara mit der goldenen CD, die singt hier mit sehr viel Gefühl. Ja, sie kann es einfach. Nesim, die erste goldene CD, hat wirklich einen passenden Song zu seiner rauen Stimme bekommen. Ich habe da wieder mal was bemerkt, und zwar war das wieder dieselbe Situation, als alle 50 vorgesungen haben, zu dem Recall, wo ich auch noch dabei war. Bei einigen Gruppen, da wurde einfach so, schwupps, ist wieder rübergehauen, man hat die Leute gar nicht richtig singen hören. Aber so ist es halt, die wollen diese 20 haben. Und dann wird eben so gemacht, dass das andere teilweise ganz anders weggeschnitten wird. Das ist übrigens auch ein sehr wichtiger Punkt, der hier zu beachten ist. Es sieht mir so aus, als wenn darauf hingearbeitet wird, wer ins Finale kommen soll. Tut
Top 50. Ihr seid jetzt so weit gekommen. Wir können leider nur 20 mitnehmen. Und demnach wird ausgesiebt. Das Ziel ist schon irgendwo in der Ferne vorprogrammiert. Also davon gehe ich mal aus. Gerungen und gestritten. Ja. Tamara. Nisim. Noah. Patrick. Ari. Diese Top 20. Samandu. Zweiter Shirley. Tim. Abo. Donika. Die freuen sich jetzt auf Greta. Randy. Melvin. Christian. Nochmal. Terry. Giuseppina. Und das erzähle ich euch in dem nächsten Video. Anne. McConnell. Leonardo. Philipp kommt. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal dran erinnern, dass ich ja leider aus urheberrechtlichen Gründen diese Einspielungen aus der Fernsehsendung immer nur sehr, sehr kurz halten darf, weil ich keine Genehmigung bekommen habe, das hier zu machen. Aber trotzdem mache ich das gerne für euch weiter. Und Leute, abonniert doch meine YouTube-Kanäle. Dann seid ihr immer bestens informiert. Danke und tschüss!